Und hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin motiviert, jetzt wo wir im Schloss angekommen sind, da mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und bin sehr gespannt auf diesen Part, da ich den damals im Original sehr gefeiert habe. Und würde auch sagen, ab rein dafür. Bis dahin, abonnieren, liken und gern gesehen. So, Hauptstory fortsetzen bitte. Danke, gerne. In der Hoffnung, ihrer Verfolger loszuwerden, suchen Leon und Ashley Unterschlupf in einer Burg. Sie ahnen nicht, welche Grausamkeiten innerhalb ihrer Mauern auf sie warten. Na, ja, ich habe eine gewisse Ahnung, was uns geschaurig Schönes erwarten kann, aber gucken wir mal. Von dem, wie wir uns hier dann auch bei dem Ganzen schlagen. Aber ich bin erstmal zuversichtlich. Ja. Noch mal ein bisschen Kamera-Gerichte. Passt das alles? So, fortsetzen. Genau, wir sind hier jetzt mal bei unserem liebsten Freund, dem Händler, rausgekommen. Und übersehen haben wir nichts, wir müssen jetzt durch den großen, vertrauenserweckenden Saal, aber erstmal nochmal eine Vase zu deppern. Ansonsten, wie sieht es denn munitionstechnisch eigentlich aus? Gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Kann ich mir was Schönes herstellen. Ja. Ansonsten, so viel von einem haben wir gar nicht mehr. Muss sie so hängen? Ich hätte irgendwie Lust, das runterzuballern, aber ich glaube, das geht nicht. Ein bisschen seltsam ist das schon, aber. Ah ja. Hier gibt es ganz viel Krempe zum Aussammeln oder auch nicht. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Kennedy. Mr. Anderson. Zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des Heiligen Lord Sadler. Also, sie werden gehorchen. Ja? Also, das sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so frisch aus. Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Na, man kann die Lady für sich selbst reden. Dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt, erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Leon? Bleib dicht bei mir. Mhm. Wer beschützt mich? Granate! So, ich höre noch ganz viele. Ach, da lebt noch einer. Bam! Aus dem Weg! So, noch mehr. War doch relativ entspannt. Oh, eine Granate, da auch ein Weg. Keine Chance. Ja, das glaube ich doch. Okay, verriegelt. Und da ist das Loch.
Wie sieht sie drüben aus? Nee, was ist denn das? Kann ich da rauf, oder? Ich könnte versuchen, was wert. Ich könnte auch einfach die offene Tür nehmen, aber... Nee, zu einfach. Nee, der passt da leider nicht rein. Ach, Ashley, was bräuchst du denn so? Deswegen habe ich irgendwie das Bedürfnis, auch jeden Schlüssel und jedes Auge, was ich aufgenommen habe, erstmal aufzubewahren. Natürlich auch. War klar. Wenn wir auf die andere Seite kämen. Ja, wenn das nur irgendwie ginge. Na komm, schmeißen wir mal Ashley hoch und gucken, was passiert. Immer gut, die Präsidententochter irgendwo hinzuschicken, wo man nicht weiß, was dahinter ist. So, jetzt öffnen wir die Tür. Danke. Okay. Passt was gut. Ich finde die Dinge sehen aus, könnte man sie drücken. Ah, oh, da geht's auch nochmal weiter. Oh, ich hätte gedacht, dass man da Ashley durchschicken muss. Ein anderer Weg, einen anderen Weg suchen. Okay, da muss ich wohl lang. Oh, stimmt. Schrupp, sind könnte ich mal wieder ein bisschen nachladen. Nein, 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 nein. Eigentlich gehen die immer zu beiden Seiten auf. Kiste. Mhm. Damit hat sich das doch jetzt schon ganz gut gelohnt. Aber ich will noch, dass er mir zumindest sagt, dass ich oben nicht langkomme. Ich weiß schon, dass ich den anderen Weg gefunden habe. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Jupp. Das würde ich ja auch sagen. Wer stöhnt mich hier von der Seite an? Rotes Kraut. Keiner darf entkommen. Okay, das konnte leben. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharen. Die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seiner Maß in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der wenigen ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen. Und er hatte das, was es dazu braucht, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn. Und als er ihn ins Verlies brachte, nein, ich kann nicht weiterschreiben. Das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht. Es würde mich brechen. Ich würde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stunde ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren, an einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme mein Ohr nicht mehr erreicht.
Nicht Gerard. So. Ehrlich. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Na. Hängt auch nur faul rum. Oh, da liegt was Süßes. Okay. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Aber Ashley. Ich habe eine gewisse Vermutung, was dort auf uns lauert. Kettenrascheln. Verliesschritte. Das Licht ist verloren. Damit habe ich nun nicht gerechnet. Aber es ist gut, dass Ashley nicht mit dabei ist. Schnuckelchen. Nicht die Ketten berühren. Aber ich glaube, das wird fast nicht möglich sein. Hat er sich jetzt losgerissen? Will ich nachgucken? Nee, will ich nicht. Aua. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Jetzt gehen wir mal ganz ruhig und sacht an die ganze Sache ran. Wenn das überhaupt geht. So. Was war damit? Aua. Dass der so Rundumschlag drauf ist, ja, hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, und ohne Heilung ist natürlich super. So, ich habe keine Lust auf Spielchen. Und bringen wir es hinter uns. So, ich glaube, das war's. Ein paar Granaten weniger. Ein bisschen Leben weniger. Der wird doch hier bestimmt irgendwo Kraut zu lagern haben. Ja, Leon, tu mal nicht so. Alles halb so wild, sag ich ja. Ja, vielleicht haben wir noch irgendwo ein gelbes Kraut. Oder noch ein grünes. Dann sieht die Welt doch schon wieder in Ordnung aus. Ja, sehr ertragreich war das jetzt hier nicht, ne? Oh ne, ich glaube, da finde ich nichts mehr. Ja, komm, fressen wir es. Kleine Gebräu. Haben wir tatsächlich sogar komplett vorbereitet. Nice. Schönes mehr? Nein.
Sieht nicht so aus. Ist da wer? Hm. Du bist's nur. Was ist los? Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. So. Und alles gut? Ach ja, stimmt, die hat ja Bluetooth. Im Moment jedenfalls. Sehr gut, schönes. Ja, doch. Wie konnte ich? Ah ja. So. Zack. Zack. Entfern dich. Okay. Hierher. Okay. Entferne dich. Weiche von mir. So. Daran könnte man jetzt ziehen. Dafür brauchen wir ein paar Objekte. Was haben wir hier? Ein goldenes Schwert. Ein verrostetes Schwert. Hier muss mit Sicherheit das Goldene hin. Hier das Verrostete. Und keine Chance. Ja, dann Mann, kommt das natürlich hier rüber. Nein, ich wollte das nicht wieder einstecken. Ist das nicht richtig gewesen? Jetzt bin ich verwirrt. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Ah. Wo ist der? Jetzt habe ich es, glaube ich. So, als erstes Adler. Dann Schlange. Dann das. Ach so. Adler. Dann. Ah, ich bin so gut. So, gibt es hier noch irgendwie ein Schwert? Ach ja. Na? Noch irgendwas Schönes hier? Schießpulver. Kann ich mir bestimmt wieder ein bisschen was herstellen. Winter ist immer gut und damit ist alles auch geil. Wozu soll das gut sein? Ist nur ein Weg. Viel kann man damit nicht anstellen. Ich schätze mal, da kommt denn das blutverschmierte Ding rein. Er kriegt dann das Goldene. Okay,
Und er das. Gut. Ah, so easy. War wohl richtig. Hm, meinst du? Ist denn kaputt? Warum macht man das alten Bogen? Oh nein. Ach, ich wusste es. Wo ist die? Da ja noch irgendwie eine Aufgabe, habe ich gehört. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch machen kann. Haben wir doch schon wieder mal ein bisschen Geld, um ein paar Leckereien beim Händler zu kaufen. So. Nur der Drachenkopf und eine Schlange brauchen wir. Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Mhm. Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Ist ein ganz helles Köpfchen. Da ist ein Adler. Hauptsächlich will ich ja wissen, wie ich da drüben runterkomme. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Na, hier will ich nicht rein. Was wäre denn das schon mal? Ach, da eine Leiter, danke. Kannst du runterlassen? Beste. Ist ja doch zu was zu gebrauchen. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Hm. Wer bist du, meine Mutter? Hui. So. Okay. So, dass ich beide treffen kann. Von der Seite aus geht's schon mal nicht. Da hängt was vor, das heißt, ich muss sie rüber. Ah, okay, verstehe. Aber den Adler brauche ich doch gar nicht, oder? Oder wofür bräuchte ich den Adler? Ich habe eigentlich nur die beiden Symbole hier direkt vorne. Das heißt einmal das Ding. Nein. Ja doch. Entferne dich. Okay. Kann ich ihr dann irgendwie den Befehl geben, dass sie da das Ding aktivieren soll? Wahrscheinlich nicht. Hm. Hat doch so funktioniert. Hey, was geht? Ruhe? Schöne Aussicht. Und gehen wir einfach mal durch die Tür, würde ich sagen. Stimmt, er stand da ja vorne oben drauf. Bonus. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Ja. Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere. Der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Ja. Okay. Das war's schon. Aber irgendwie dachte, kommt jetzt noch was.
Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ach, denn habe ich tatsächlich doch noch was übersehen. Ach ja, weil ich noch keinen Schlüssel dafür habe. Dementsprechend ist das dann auch wiederum egal. Ja, einmal speichern. Hat zumindest noch nie jemand geschadet. Ist ja doof. Was wird uns wohl hinter dieser Tür erwarten? Ach, der Audienzsaal wieder. Ich könnte zwar jetzt meine Waffen mal ein bisschen aufpimpen, aber habe ich gerade aktuell keine Lust, beziehungsweise noch sehe ich da noch nicht so die Notwendigkeit drin. Also so sollte die Gülle hier nicht rumspritzen eigentlich. Sie sind hier. Ah, die Unterhaltung. So, immer in Bewegung bleiben. Ja, bester Move. Du bleibst schön hinter mir, Ashley. Ah, du sollst doch hinter mir bleiben. Kann ja auch nicht hören, das Mädel. Zurück! Moment! Aua! Aua! Ashley, komm hier sofort her. Oh, das wollte ich. Sollte vielleicht mal eine Viper zu mir nehmen oder mal hier so ein Gemisch. So, noch wer aufs Maul? Kein Headshot, ich bin enttäuscht. Ich höre euch. Alles klar bei dir? Ja, danke. So, erstmal hier alles entspannt nachladen. Ich kann euch immer noch hören, Leute. Ashley, wo bist du eigentlich? Ja. Gut. Na, wo lungert hier noch einer rum? Ich bin nur leicht verwirrt.
Nix da. Ja, alles gut. Der ignoriert mich, ich ignoriere ihn. Oder auch nicht. So. Hätte ich jemals einen Angriff parieren können? Ich glaube nicht. Er schlägt noch mehr. Das spritzt und spratzt hier aber echt aus allen Ecken. Also bei mir schon. Bei dir so? Tschü-tschü-tschü. Ist hier noch irgendwo was Schönes? Verwirrt. Das ist nicht gut. Ach, da hinten das Wagenrad. Leicht zu übersehen in der Hand der kleinen Statue. Und so leicht bilden, wie das rumflackert. Damit sollte es gehen. Stimmt eigentlich irgendwas in der Gülle? Was? Sind sie auch Kinder? Okay. Nein. Noch wer? Hätte eigentlich gehofft, dass es wieder runtergeht. Oh, aber nun gut. Ganz entspannt hier das Ding nach Hause bringen. Der Hohepriester. Aua! Er hat gesessen. Oh, der kann mit seiner Sense werfen. Krasser Typ. Zurück, Ashley. Ah, nee, doch nicht. Das war nur ein Blindgänger. Das war mein Headshot. Zielen will gelernt sein. Steh auf, Ashley. So. Wo steht ihr? Geht's dir gut? Ja. Ach, da hinten bist du. Da ich die Muni am liebsten mag, gönnen wir uns davon mal gleich noch ein bisschen was. Du bist verletzt. Mir geht's gut. Gar nicht so verletzt. Siehst du? Ein bisschen Kräuter, die man so unterwegs findet, regeln das schon. Mach mir mehr Angst um meine Muni. Davon habe ich mittlerweile nicht mehr so viel.
Aber eigentlich ist das hier relativ gut ausbalanciert. Dass man eigentlich nie wirklich Angst um seine Muni haben müsste. Wohl. Ich wollte gerade sagen. Sag nicht vor dem Abend loben und sowas. Kleines Fräulein. Das klingt verdächtig. Aber ne. Müssen wir jetzt auch die andere Seite noch angucken? Wenn ich irgendwo was übersehe. Wäre ja niemand, dass man Ashley dafür beschuldigt. Ich höre die kleinen Drullis doch. Eine versteckte Plattform? Ja, sehr versteckt. Findest du nicht? Schon ein bisschen. Hier rüber. Gut. Ach ja, jetzt muss ich sie ja beschützen. Nein, ein Schuss verschwendet. Jetzt die andere. Vorsichtig. Jetzt beweg dich. Haben wir ja nicht ewig Zeit. Oh. Danke. Kleines Potsau. Da ist der Fuß nur so weggespratzt. Nein. Man vergreift sich nicht an Minderjährigen. So. War's das jetzt endlich? Wahrscheinlich aber nicht. Sag ich ja. Shit. Hey, wieder war nichts. Es nimmt kein Ende. Guter Schuss. Ja, danke. Das klingt aber nicht gesund. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Ich treffe die nicht ordentlich, ne?
Schreie macht's nicht besser. So, haben wir es jetzt? Das klingt echt widerlich. Ja, mit der Schrotflinte halt draufballern, das bringt halt auch nicht wirklich Punkte. Nun gut. Ne, kann ich mir leider nichts herstellen. Na, bin ganz stolz auf dich. Krasser Jump. Da sind die Knie im Arsch. Echt mal, komm. Hast dich Zeit gelassen. Warum er ja auch nicht irgendwie ein Küchenmesser mal gegeben hat, davon hat er doch so viele. Na, schade. Hätte bestimmt was gegeben, aber ich wollte jetzt nicht unnötig eine Muni verballern, wenn man nicht mehr so viel hat. Gibt's hier nichts Schönes? Komm. Moment. Keine Ausdauer, diese Präsidententöchter. Dann fährst du jetzt einfach die Tür an. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Na, ich glaube ja nicht. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Aua. Das tat weh. Zügle dich, Kind. Ashley. Dass das so passen muss in dem Moment. Hut ab. Warte! Das Kind. In deiner einzigen Hoffnung. Shit. Ja, 0 Tode ist doch ganz gut. Getötete Gegner 70 auch. Genauigkeit 69. Das ist doch ein guter Standardwert bei mir. Das sounds doch gut. Bin gerade verwirrt. Weiter. Beep, beep. Kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Zuflucht. Basis. Ich verliere dich. Hörst du mich? Ach so, Mo. Verdammt, so viel dazu. Harter Tag, als Fremder. Da kann man sich eben mal ein Weinchen gönnen, ne? Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Schutzweste. Das ist, was ich gesagt habe. Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Ja, das ist auch noch ein Verbrauchsgegenstand. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Noch irgendwas?
Sehr gut. Wäre das dann alles? Dann kaufen wir uns jetzt erstmal das Ding hier. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das ist ein Spezialupgrade, ein Ticket. Das ist unabhängig von der Modifikationsstufe eine Waffe Zugang zu einer Spezialupgrade gewährt. Das finde ich ziemlich assi tatsächlich, weil das fand ich früher ziemlich cool gemacht, dass man die Waffen, wenn man sie auf höchster Stufe hatte, da ein Spezial-Upgrade bekommen hat. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Aber nun gut. Na dann, was kann ich für dich tun? Erstmal das Ding hier nochmal reparieren. Das Ding ist halt voll aufgepumpt. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Eine gut ein hier, wie du es haben wolltest. Was? Sonst noch etwas kommen? Jeder. Zeit wieder. Ja, wesentlich besser. Ach, schade. Aber an der Stelle ist es tatsächlich ein ganz guter Moment, um hier einen Cut zu machen. Noch mal kurz an die Schreibmaschine speichern. Und das tolle Upgrade-Business auch erledigt. Genau, also war auf jeden Fall gut erfolgreich in der Burg, unser erstes richtiges Amtwerk, und zwar haben wir nur die Burgtore gesprengt. Und ja, er schläft es abgehauen. Surprise. Naja, aber die holen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also, bis denne!